Hallo meine lieben Freunde und seid herzlich willkommen zu einer Runde SG Heroes hier auf dem Hive-Server. Und ja, wir spielen mal SG Heroes, weil... Und jetzt kommt's nämlich, jetzt geht's nämlich rund. Wir spielen nämlich SG Heroes als Auftakt einer neuen Serie, die in Kürze, beziehungsweise die mit dieser Folge schon startet, hier auf meinem Kanal. Und zwar heißt die Minigames Gaming. Und in der soll es sich darum drehen, dass einfach diverse Minigames gespielt werden. Und ja, dass quasi nicht immer das gleiche gespielt wird, sondern dass quasi jedes Minigame, das es so, ich sag mal, in Minecraft gibt, was ziemlich cool ist oder wie auch immer, mal quasi durchgespielt wird. Und da habe ich nämlich ziemlich viel Bock drauf. Und deswegen habe ich mir so gedacht, mache ich das einfach mal, auch in der im Sinne von so einer, sag ich mal, ja, kleinen Serie. Und deswegen habe ich mich jetzt hier auch für das erste Spiel SG Heroes entschieden, da man am Anfang eigentlich nur Kisten looten muss und sich noch nicht auf das Killen, ja, ich sag mal, konzentrieren muss, damit ich euch das erstmal nahelegen kann, dieses neue, ja, ich nenne es mal Projekt. Und jetzt sortieren wir kurz mal hier unser Inventar und essen einen Fisch. Guten Tag, kannst mich noch nicht schlagen. Name can't wait. Ja, wenigstens schon mal ein Achievement bekommen, das ist doch auch schon mal was. Und ja, Leute, so soll das auf jeden Fall werden. Und ihr könnt mir jetzt auf jeden Fall mal direkt in die Kommentare irgendein tolles Minigame schreiben, was ich dann spielen soll. Und das, da haben wir wohl einen kleinen Grafikbug, was ich, ja, wie gesagt, jetzt mal spielen soll in Zukunft. Und es können auch zum Beispiel solche Sachen mehrmals gewählt werden, wie zum Beispiel Survival Games. Wenn es jetzt darum geht, dass, ich sag mal, zum Beispiel mal eine 24er SG Map oder, keine Ahnung, 32 oder 64er SG oder halt mal zwei unterschiedliche Maps oder so. Also das geht auf jeden Fall, also da muss man nicht nur, ja, ich sag mal, ein Minigame sich auf nur eine Folge ein Minigame beschränken. Das möchte ich auch überhaupt nicht, weil ja, das wäre dann total langweilig. Und deswegen möchte ich das auf jeden Fall so handhaben. Und was auch noch ist, was wollte ich denn sagen? Ach, es ist blöd, dass man mit dem Schwert keine Kisten hier öffnen kann. Aber das, oh ja, oh, crates have been refilled. Das ist auch praktisch. Aber wir haben jetzt eigentlich gar nicht so das Oberburner-Equip, muss ich sagen. Aber okay, wir werden es, denke ich mal, auch so schaffen. Bin ich mal zuversichtlich, so halbwegs. Ich meine, ich habe ja alles angesprochen, was ich ansprechen wollte. Und das ist ja auch erstmal so wichtig. Und ja, wie gesagt, da könnt ihr mir auf jeden Fall alle möglichen Minispiele in die Kommentare hacken. Und dann werde ich mir mal anschauen, gucken und wahrscheinlich dann auch spielen. Und wir haben am Anfang Glück. Wir müssen nicht gegen irgendjemand Starken kämpfen. Und der hat Schuhe, die holen wir uns, denn wir haben da ja leider keine Schuhe. Na Kumpel, schon aufgeregt. Jetzt geht's los hier. Ich finde das voll cool gemacht hier. Oh lol, ich treffe ihn gerade gar nicht. Zack, zack, zack. So, ich sag, der hat nicht mehr viel. So, okay, tot. Perfekt. GG. Ja, der hatte halt nicht so das beste Equip, muss man einfach sagen. Muss man ihm einfach lassen in dem Moment. Können wir uns eigentlich sowas craften? Wir haben auch gar keine Pfeile. Naja gut, wir werden das, denke ich mal, auch so schaffen. Zumindest mehr oder weniger. Haben wir noch was zu essen? Ja, wir haben sogar noch was zu essen. Okay, Leute. Das große Deathmatch startet. Und ja, wie gesagt, auf jeden Fall freue ich mich da jetzt schon richtig drauf. Und... Dann geht denn das hier los? Ist ja überhaupt kein Countdown, oder ist denn ein Countdown? Ah, ja, doch, jetzt geht's los. Und ja, wie gesagt, Leute, ich freue mich da auf jeden Fall schon riesig drauf. Und bin auf jeden Fall auch mal gespannt an dieser Stelle. So, komm, gib mir dein Eisenschwert. Alter, wir haben gerade gut getroffen hier. Das ist voll nervig mit den vielen Leben, aber okay. Oh lol, direkt abgestaubt. Zwei Kills gemacht. Okay, Leute. Wir müssen mal irgendwie ein bisschen rennen. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob wir das Eisenschwert auch aufgesammelt haben. Oh, Leute. Oh, fuck, Alter. Ja, direkt noch einer. Come on.
Wie viele soll ich denn hier im Deathmatch noch killen? Alter. Gerade richtig krass hier. So, zack, mal direkt aufs Eisenschwert switchen. Oh, Leute, wir teilen gerade richtig gute Kombos aus. So, jetzt komm, bleib stehen. Bleib stehen. Was soll denn das? Okay, holen wir uns erst den hier. Oder doch nicht. Oh, lol. Nicht mehr viel HP, nicht mehr viel HP. Ah, lasst mich in Ruhe. Ich will doch nur recken. Hilfe. Okay, Leute, mal ganz kurz recken. Das bezeichne ich jetzt auch überhaupt nicht als Camping oder so, denn wir haben schon so viele Kills gemacht. Calm down. Ja, komm, renn weg, ey. Ich brauch dich gerade gar nicht. Ich möchte eigentlich erstmal recken. Und Leute, wir haben jetzt schon echt so viele Kills hier gemacht und sind so offensiv gewesen, da können wir mal einen Augenblick recken. Da sehe ich jetzt überhaupt kein Problem. Und ja, wie gesagt, haut mir bitte Minispiele unten in die Comments. Und wenn ihr auf jeden Fall Bock habt auf diese ganze Serie, sag ich mal, ja, würde ich mich auch über einen positiven Kommentar freuen. Beziehungsweise über eine positive Bewertung. Leck. Oh, der Typ hat ein Feuerzeug. Aber wir ziehen uns erstmal zurück, denn ich möchte, wie gesagt, recken. Ich möchte nicht mit 6 HP mich jemandem stellen. Ja, komm, du Angel-PvPler. Bleib weg. Oh, lol. Okay, war auf jeden Fall stark. Ich würde mal sagen, ich kann es auch nur immer weiter betonen. Meine Meinung zu, ich sag mal, Angel-PvPlern, Bowspammern und so weiter, dürftet ihr ja eigentlich kennen, sei wenn ihr die QSG-Folge gesehen habt. Da war es auf jeden Fall eindeutig, was ich so von Bowspammern halte. Okay, Angel-PvPler, das ist jetzt auch... Oh, wie laut das aber einfach ist. Ist natürlich jetzt auch, ich sag nochmal, eine PvP-Gattung für sich. Und das möchte ich jetzt erstmal unkommentiert lassen. Das denke ich mal, werde ich in der nächsten Folge anschneiden. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, ich habe ja soweit alles gesagt. Positive Bewertung würde mich freuen. Und ja, ich würde so sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Minigames Gaming. Haut rein, ciao Leute.